Wenn ich gefragt werde, wie alles anfing, sage ich immer, dass alles begann, als wir zum Botanischen Garten gingen. Und mit wir meine ich meine Wenigkeit und zwei meiner Freunde. Wessen Idee es war, die verlassene Station zu besuchen, wer die anderen überredet hat, dahin zu gehen, ich sag ihnen immer, dass ich mich nicht erinnern kann. Ich lüge immer. Es ist eine sichere Lüge, denn es gibt keine Möglichkeit, die Wahrheit zu überprüfen. Sowohl Vitali als auch Eugen sind tot. Die massiven Türen der Luftschleuse ruckten und öffneten sich mit einem knirschenden Geräusch. Uns öffneten sie den Weg zur Hölle und den Dämonen einen Weg in die Metro. Aber letztendlich begann alles, als Mutter sagte, dass wir den Botanischen Garten spazieren gehen und mit der Metro dorthin fahren sollten. Ich erinnere mich an die kurze Rolltreppenfahrt an die Oberfläche, wie wir durch einen geräumigen Glaspavillon hinausgingen und eine Straße sahen, die mit Grünzeug überwachsen war. Ich erinnere mich an die kleinen Wolken, die sich über den grenzenlosen Himmel bewegten, an den leichten, kühlen Wind in meinem Gesicht. Mutter kaufte mir ein Eis. Seitdem habe ich nie wieder eins kosten dürfen. An diesem Tag wurde die Menschheit hingerichtet. Die Rechtschaffenen und die Sündigen wurden gerufen, um entsprechend ihrer Taten verurteilt zu werden. Und wir versteckten uns in der Metro vor Gottes Blick. Wir wurden vor seinem Zorn errettet und er beschloss offensichtlich, dass es die Mühe nicht wert war, uns da herauszuholen. Dann kümmerte er sich um seine eigenen Angelegenheiten oder starb vielleicht, während wir auf dieser verbrauchten und weggeworfenen Erde standen und einfach weitermachten. Ohne Ziel. Ich kann mich an so viele zufällige und unwichtige Dinge erinnern. Doch an das Wichtigste erinnere ich mich nicht. Das Gesicht meiner Mutter. Sie starb kurz nachdem der Krieg begonnen hatte. Alles, was von ihr übrig ist, ist dieser Tag im Botanischen Garten. Wie sehr ich mir wünsche, mich an ihr Gesicht erinnern zu können. Die Art und Weise, wie sie mich ansah. Wie sie mir zuflüsterte, dass ich keine Angst zu haben brauche. Ich würde meine Seele dafür verkaufen, mich daran erinnern zu können. Jederzeit. Und das habe ich dann auch getan. Die Schwarzen kamen viel später, aus der Richtung des Botanischen Gartens. Die Schwarzen, riesige, albtraumhafte Kreaturen, die selbst den größten Menschen überragten. Unheimlich wie ein Mensch, der von innen nach außen gekehrt wurde. Monster, die geboren wurden, um uns zu vernichten. Es hieß, sie seien unglaublich stark und übernatürlich böse. Und dass sie mit ihren bloßen Pranken einen Menschen in Stücke reißen konnten. Das sind alles Lügen. Die Wahrheit ist noch viel schlimmer. Tja, ich habe früher in der Nähe gewohnt. Vor dem Krieg, meine ich, da oben. Ich war im Zug, als es passierte. Ich versuchte, meine Familie anzurufen, kam aber nicht durch. Was für eine... Was ist passiert? Scheiße! Ja, und liebe Freunde, damit herzlich willkommen zu Let's Play Metro Last Light Redux. Scheiße, was passiert hier? Wach auf, Artyom! Ich bin's, Karl.
Altwanne, was? Kein Wunder. Nach allem, was du durchgemacht hast. Hör zu, ich habe unglaubliche Neuigkeiten. Vor ein paar Tagen war ich bei den Ruinen der Schwarzen. Ich habe einen von ihnen gesehen. Lebendig. Ich bin sofort aufgebrochen, um dich zu finden. Denn du warst doch derjenige, den sie kontaktieren wollten. Bevor du den Raketenangriff auf sie gestartet hast. Khan, wie zum Teufel bist du hier hergekommen? Raus! Sofort! Ja, Ullmann, einen Moment. Wenn ein Schwarzer überlebt hat, dann ist es extrem wichtig, dass du versuchst, mit ihm zu sprechen, Artyom. Ich verstehe ja, dass du jetzt, seit du zum Orden gehörst, Miller unterstehst. Aber wir müssen ihn überzeugen, diesen Einsatz zu genehmigen. Khan, ich hab dir gesagt, du sollst verschwinden! Das ist eine geheime Basis. Du dürftest nicht einmal hier sein. Ich bringe dich zu Oberst Miller. Folge mir, Artyom. Mach dich bereit, Artyom. Ich warte am Ausgang. Bewegung, du Windbeutel. Ich kannte einmal einen Raucher. Das letzte Jahr seines Lebens musste er durch ein kleines Loch in seiner Kehle essen, trinken und atmen. Ja, benutze WASD, um dich zu bewegen. Und damit nochmal herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal. Wir sind hier in Metro Last Light in der Redux-Version natürlich unterwegs. Genauso wie im Vorgängertitel in Metro 2033 waren wir auch in der Redux-Version. Was heißt Redux? Redux-Version heißt, es wurde nachgebaut, das Spiel in der neuesten Version der 4A-Engine, also der Spiele-Engine hier. Neueste Version heißt so viel wie das Spiel an sich, also das Ursprungsspiel, Metro Last Light, ist erschienen am 17. Mai 2013, also vor fast 10 Jahren mittlerweile schon. Hat also schon ein bisschen was auf dem Buckel. Auch die Redux-Version ist aber schon ein bisschen älter, die ist nämlich erschienen am 18. August 2014, also ein Jahr später circa nach der Veröffentlichung des Originalspiels. Und da wurde anscheinend ein bisschen was rumgeschraubt an der 4A-Engine. Man sieht es hier schon, auch wenn man das vergleicht mit dem letzten Spiel mit Metro 2033. Man sieht auch grafisch natürlich ein bisschen was Verbessertes. Es sieht ein bisschen aufgehübscht aus, das Ganze. Und es gibt auch neue Funktionen und Gameplay-Verbesserungen gegenüber der Originalversion. Neue Nahkampf-Animationen und Ganzkörper-Animationen des Charakters. Also einiges, das sich verändert hat gegenüber der Originalversion. Aber ich kenne das Spiel nur so. Ich habe weder die Originalversion gespielt, noch den Nachfolgetitel Metro Exodus. Den spielen wir ja dann gemeinsam, nachdem wir dieses Spiel hier gespielt haben. Aber wir haben den Vorgängertitel gespielt. Wir haben Metro 2033 auch in der Redux-Version gespielt. Und das war ja schon mal ein Erlebnis da unten in den Metro-Tunneln. Ja, und daran knüpfen wir jetzt an. Wir haben alte Bekannte getroffen, Khan und Ullmann. Die beiden kennen wir schon aus dem Vorgängertitel aus Metro 2033. Die sind immer noch hier und es knüpft an die Geschichte, wo wir aufgehört haben in der letzten Folge von Metro 2033. Wir haben den botanischen Garten in die Luft gesprengt. Das Hauptquartier der Mutanten, das Hauptquartier der Schwarzen. Wir haben sie in die Luft gesprengt und sind aber anscheinend trotzdem noch nicht ganz sicher. Denn Khan hat irgendwo einen Überlebenden gefunden und der will sich das jetzt gemeinsam mit uns anschauen. Die Frage ist das gut, wenn nur wir beide dorthin gehen? Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schwarzen, sollte es so sein, mit uns Kontakt aufbauen wollten, damals noch im Vorgängertitel, Metro 2033. Ja, ich glaube, da haben wir ja gerade einen Moralpunkt wieder gesammelt. Wie auch immer das funktioniert, keine Ahnung. Ich glaube, die werden jetzt nicht mehr so viel Kontakt mit uns aufbauen wollen, nachdem wir gerade ihr Zuhause zerstört haben in der letzten Folge vom Vorgängertitel. Ich glaube eher, die werden uns jetzt ein bisschen feindlicher gesinnt sein als früher. Wir haben in Metro 2033 manchmal mit denen zu tun gehabt, nicht oft, normalerweise mit den normalen Mutanten, aber hin und wieder auch mit den Chefs, mit den Schwarzen quasi. Und die wollten mit uns gemeinsam eine friedliche Koexistenz irgendwie aushandeln zwischen den Überlebenden der Metro und den Überlebenden außerhalb der Metro, den Schwarzen und den anderen Mutanten an der Oberfläche. Nur nachdem wir ja mit den Raketen von D6 ihr Zuhause zerstört haben, ihr Nest, weiß ich nicht, ob die uns jetzt noch wirklich wohlgesonnen sind oder ob die vielleicht jetzt nur noch eines sehen. Und zwar, wer überlebt das Ganze? Die Mutanten an der Oberfläche oder die Überlebenden in der Metro? Vielleicht geht es jetzt nur noch darum? Gucken wir mal.
So, schauen wir mal ganz kurz hier natürlich wieder ein bisschen um. Wir gehen das Ganze genauso an wie natürlich auch im Vorgängertitel im Metro 2033. Wir sind auf einem schwierigen Modus unterwegs. Wir haben den Überlebensmodus gewählt im Hardcore-Modus. Es würde auch noch den Ranger-Modus geben, aber da ist hin und wieder mal das Hard gesperrt und das möchte ich ganz ehrlich nicht haben. Das ist mir schon ein bisschen zu übertrieben, aber ich glaube, um gefordert zu sein, und das möchte ich natürlich in jedem Spiel sein. Ich wähle immer den schwierigsten Modus, den härtesten Schwierigkeitsgrad, sollte man dann auswählen können. Und das gibt's hier. Es würde noch den Ranger-Modus geben, aber da ist dann das HUD deaktiviert und so weiter und so fort. Das ist mir ein bisschen too much. Da sind wir mal lieber auf den normalen Schwierigkeiten unterwegs, im Überlebensmodus, im Hardcore-Modus. Das heißt, jede Patrone zählt. Wir müssen mit unseren Ressourcen gut wirtschaften. Wir dürfen nichts verschwenden. Wir werden natürlich auch wieder Gasmaskenfilter brauchen und müssen uns umschauen in jedem Eck, um die Dokumente zu finden, von denen wird es wieder zahlreiche geben und natürlich auch, um Ressourcen zu finden, Munition zu finden, Gasmaskenfilter zu finden und so weiter und so fort. Ich bin schon mal gespannt, liebe Freunde. Ich bin schon mal sehr, sehr, sehr gespannt, was hier auf uns warten wird. In Metro Last Light Redux. Außerdem, was es in Metro 2033 nicht gab, in dieser Redux-Version hier sind alle DLCs enthalten und von denen gibt es mittlerweile 4 Stück, die auch schon 2013 erschienen sind, also noch vom Grundspiel. Da gibt es zum Beispiel das Faction Pack mit 3 neuen Missionen. Da ist man zum Beispiel Scharfschütze der Roten Linie oder hilft bei der Frontverteidigung auf Seiten des Vierten Reichs. Oder man sucht nach Munition, ist ein neues Mitglied der Ranger in Ausbildung, sucht nach Munition und Vorräten an der Oberfläche. Es gibt das Turm Pack, das Tower Pack, das ist ein virtueller Kampfsimulator in einem schwer bewachten Turm. Da steigt man quasi Stockwerk für Stockwerk auf und es gibt eine Bestenliste, wo man sich messen kann mit den anderen Spielern. Auch das erschien im September 2013, also alles schon zu Grundspielzeiten. Es gibt das Entwickler, das Developer-Pack, auch das erschienen am 9. Dezember, sag ich schon, im September 2013 mit einer Schießbahn, um die neuen Waffen zu testen und auch neue Waffen und Zubehör, das ins Spiel eingefügt wurde. Außerdem auch eine KI-Arena, um die Waffen austesten zu können und auch ein Metro-Museum, das sehr spannend klingt, wo man Charaktere und die Mutanten genauer anschauen kann, genauer kennenlernen kann. Und zum Schluss noch erschienen im Oktober 2013 das Chronicles Pack mit 3 neuen Missionen im Charakter von Anna, Khan und Pavel. Also man schlüpft quasi aus der Rolle des Artyom in eine andere Person und kann dort dann noch ein paar Missionen erledigen. Aber diese Missionen werden wir dann erst nach dem Hauptspiel vermutlich kennenlernen, nach dem Hauptspiel vermutlich erleben, denn ich glaube nicht, dass die hier im Hauptspiel eingefügt sind. Ich habe mich schon ein bisschen umgesehen im Hauptmenü, habe dort rausgefunden, man kann in die DLC-Missionen einsteigen, aber wir schauen uns natürlich zuerst mal das Hauptspiel an und werden uns dann im Nachhinein um die DLCs kümmern. Das wird, glaube ich, auch ganz lustig werden, ganz spannend werden. Ich bin gespannt und wir gucken uns gleich mal hier ein bisschen um, würde ich sagen, in unserem Zimmer. Sehr, sehr aufgehübscht grafisch, sieht man schon. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut das Ganze. Oh, und wir können mal gucken, wie süß der Teddy. Ich glaube, ich muss da doch noch mal ein bisschen ganz kurz was umstellen mit der Steuerung. Ich habe da nämlich die Maus ein bisschen zurückgestellt, aber es ist mir doch ein bisschen zu wenig gerade. Okay, das ist schon fast ein bisschen zu viel. Na gut, bleiben wir mal dabei. Muss ich halt vorsichtig mit der Maus umgehen. Wir können mit der Gitarre spielen. Und doch, das bringt uns anscheinend wieder einen Moralpunkt. Machen wir denen da drüben anscheinend Konkurrenz. Dann setzen sich die gleich bei uns hier vor die Tür. So, was haben wir hier noch? Einen schönen Metroplan. Unsere alte Jacke hängt hier rum und ein Kalender mit der schönen grünen Wiese von früher. Wir haben es gerade gesehen, in dem kleinen Rückblick an die Kindheit. Wir haben gesehen, was damals passiert ist, wie die Schwarzen überhaupt in den Untergrund gekommen sind, nämlich Artyom mit seinen Freunden, Vitali und Eugene, waren unterwegs in den Tunneln, haben irgendwann mal so eine Stahltür geöffnet, die normalerweise immer verschlossen ist, außer es kommt vielleicht eine Lieferung oder irgendeine freundliche Karawane an deiner Station vorbei. Ja, aber das haben die natürlich nicht gewusst, die Kinder. Die wollten auf Entdeckungsreise gehen, haben die Tür geöffnet und plötzlich standen die Schwarzen dann da und waren in den Metrotunneln. Und was daraus geworden ist, haben wir ja gerade gesehen. Ich weiß gerade nicht, ob die letzte Situation kurz vorm Aufwachen, ob das tatsächlich wir waren, direkt face to face mit den Schwarzen. Ob wir all unsere Leute dort unten, wir haben anscheinend irgendwo Wache geschoben mit irgendeinem Tunnel, dann kamen die Schwarzen dort rein. Ob wir all unsere Kollegen, all unsere Kameraden dort unten erledigt haben, haben ja ausgesehen wie Mutanten. Ich habe ja auch drauf geschossen. Und im Endeffekt haben wir herausgefunden, das waren aber nicht Mutanten, sondern das wurde nur so vorgegeben.
Und das waren eigentlich unsere Kameraden, unsere Kollegen. Und wir wissen, noch aus dem alten Teil, aus Metro 2033, die Schwarzen haben's drauf. Die Schwarzen haben's drauf und die können unser Gehirn so manipulieren, dass die Dinge ganz anders aussehen, als sie in der Realität eigentlich sind. Wir haben gedacht, es sind Mutanten, aber es waren unsere Freunde. Und ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur ein Albtraum war oder ob da möglicherweise sogar ein bisschen was Wahres dran sein wird. Ich vermute mal, wir werden es im Laufe des Spiels gemeinsam herausfinden können. Da oben haben wir noch ein paar Bücher, da hinten ein paar alte Zeichnungen. Ich glaube, das sind, ja, ein paar Damen, wie ich hier sehen kann. Poster, vielleicht auch von einem Kalender. Und wir sind mittlerweile in Sparta angekommen. Wir sind nicht mehr in der Messestation, wir sind nicht mehr dort beim Commonwealth, wie in im letzten Titel in Metro 2033. Wir sind mittlerweile ein Mitglied der Ranger, ein Mitglied des Sparta-Ordens und haben auch hier schöne Bilder von ganz vielen Orten von der Welt. Wir haben hier beispielsweise die Pyramiden in Ägypten, wir haben hier anscheinend Manhattan, also New York, es gibt hier den Rio Grande in Venedig, ich glaube, der heißt so. Wir haben den Big Ben in London, wir haben hier oben den Eiffelturm, ein paar Kirchen sehe ich da auch noch. Also es gibt hier noch ein paar Überbleibsel, noch ein paar Fotos, die anscheinend irgendjemand an der Oberfläche noch gehabt hat, die er sich hier unten mitgenommen hat und in sein Zimmer aufgehängt hat von der Welt, die heute natürlich in der Form nicht mehr existiert. Denn ich vermute mal, so wie es da oben in Moskau aussieht, sieht es überall aus. Es gibt weder den Eiffelturm, na, vielleicht steht er noch ein bisschen. Es gibt wahrscheinlich weder den Big Ben noch den Eiffelturm. Wie Manhattan aussieht, ist auch eine andere Frage. Die Pyramiden, sei mal dahingestellt, ob die noch stehen. Und ich glaube auch von Stonehenge ist nicht mehr viel übrig. Die Welt ist im Krieg versunken. Und ich vermute mal, genauso wie es hier aussieht, sieht es überall sonst auf der Welt auch aus. In den Metrotunneln leben die Menschen und oben leben die Mutanten. Ja. Ach, das ist Musik. Ich dachte, wir können hier was mitnehmen von dem Zettel oder sowas. Guck mal, da haben wir das Buch Metro 2033, auf dem dieses Ganze hier basiert. Hat ja ein Schriftsteller geschrieben. Metro 2033, die Reihe. Und jetzt haben wir eben ein Spiel dazu. Yeah. Okay, sonst gibt's da nichts mehr. Ein altes Brot ist da hinten. Irgendwie ein Kaffee oder sowas. Und irgendwas Alkoholisches, vermute ich. Und ziemlich viel Staub, wie man sehen kann. Eine Zange. Die kann man da eh nicht aufmachen, die Schubladen. Hier geht's auch nicht weiter. Ein Licht an und aus. Einen schönen Sparta-Helm haben wir da. Aber wir wollen ja noch nicht die Station verlassen. Wir wollen ja eigentlich nur gerade ein bisschen reden. Mit Miller, mit den Leuten, die wir eigentlich schon kennen. Und zwar aus dem Vorgängertitel. Ich bin sehr gespannt, wen wir hier noch so kennenlernen werden. Wenn du dieses Symbol siehst, wurden deine Ziele im Journal aktualisiert. Um dein Journal zu öffnen oder zu schließen, drücke M. Und drücke linke Maustaste, um dein Feuerzeug zu benutzen. Und rechte Maustaste, um dein Journal zu öffnen. Der Kompass kann dir den Weg zeigen. Folge Kahn zu einem Treffen mit Miller. Okay. Ich will das aber wegmachen. Ah. So. Und hat die Sexy gerettet? Nein. Sie konnten es nicht recht. Hallo, Artyom. Oh, ich wollte doch noch zuhören. Einer der Männer, die D6 gefunden haben. Sie gaben ihm auf der Stelle ein Ranger-Abzeichen. Schön für ihn. Ich musste 2 Jahre als Fähnrich verbringen, bevor sie mich in den Orden aufgenommen haben. Naja, wie auch immer. Wo waren wir? Ich nehme an, hier unten ist es ganz nett, seit der Reaktor in Betrieb ist. Licht, Wärme. Aber trotzdem stimmt etwas nicht. Zu gut, um wahr zu sein, verstehst du? Hör auf zu jammern. Es ist ein Geschenk unserer Vorfahren. Genug, um hier unten Jahrzehnte zu überleben. Vielleicht sogar, bis die Welt da oben uns zurücknimmt. Ja, da haben wir leider nur die Hälfte von der Unterhaltung zwischen den beiden Herrschaften hier mitbekommen, weil wir gerade beschäftigt waren, unser Inventar zu öffnen. Das ist eine geheime Basis, Junge. Du solltest hier nicht rumhängen. Aber ich wohne hier, mein Lieber. Was ist denn der da Gutes? Schaut aus wie eine Zwiebel. Vielleicht eine Zwiebelsuppe oder sowas. Er hier mittlerweile schon im Rollstuhl, da geht die Tür auf und zu. Der Oberst hat nach dir geschickt und er wartet nicht gerne. Ja, aber ich habe noch was zu tun. Ich möchte mich hier ein bisschen umschauen. Wo ist denn unsere Wohnung? Da steht keine Zahl drauf, komischerweise. Hier auch nicht. Ach du Scheiße, der hat hier Kassetten ohne Ende. Ich glaube, von ihm hier haben wir uns unsere ausgeborgt. Da liegen nämlich auch noch ein paar am Tisch, sehe ich gerade. Hier, aber wir haben 2 oder 3 und er hier hat Dutzende. Kommen wir gar nicht rein. Bücher auch ganz schön viele. Anscheinend Musikliebhaber hier. Der geht voll ab, guck mal. So, wie sieht's bei denen da drüben aus? Kommen wir hier auf Nummer 4 rein? Ich vermute eher nicht. Hallo?
Okay, die wollen wohl nicht wirklich viel mit mir reden. Die Poster sind immer wieder die gleichen. Die hören sich da das Gitarrenspiel von ihm hier an. Schön, schön, schön. Alles Mitglieder des Sparta-Ordens. Und das sind ja schon kampferprobte Leute hier. Das ist nicht irgendjemand, der hier in den Sparta-Orden aufgenommen wird, sondern das sind schon Leute, die drauf haben, die was drauf haben. Elite-Kämpfer. Und ich bin froh, mittlerweile ein Teil von denen zu sein. Huiuiuiui, der hortet Waffen hier drin. Vermutlich ein Waffenhändler auf Nummer 6. Ach du Scheiße, der hat alles mit dabei. Guck mal einer an. Schalldämpfer, gute Waffen, MGs, Pistolen, AK-47, Helme. Der hat alles dabei. Ich hoffe, wir können zu dem nochmal zurückkommen und uns vielleicht später ein bisschen ausrüsten. Huiuiui, da geht mir das Herz auf. Und was gibt's hier auf Nummer 7? Nicht so viel. Da schreibt einer was auf. Anscheinend ein sehr belesener Mann. Hat hier ganz schön viele Bücher, auch da unten in den Kartons. Auch das Regal da oben ist komplett vollgestellt mit Büchern. Vielleicht ein Autor, vielleicht irgendjemand, der Sachen dokumentiert, die hier passieren. Vielleicht ein Tagebuch schreibt für die Nachwelt. Möglichkeiten gibt's ja viele. Na gut, Freunde, dann würde ich sagen... Ich werde hier sicher nicht rumtratschen, wenn Neulinge anwesend sind. Dann würde ich sagen, wir gucken mal, was der Miller von uns will. In den Metros weiter träumen. Mir kommt es so vor, als könnte jede Patrouille da draußen die letzte sein. Hast du gehört, was mit Romanovs Gruppe passiert ist? Romanov? Ich dachte, der wäre im Krankenhaus. Noch vom Angriff auf die große Bibliothek. Letzte Woche entlassen. Sein Trupp ist also durch die Sümpfe zur Kirchenbasis geschickt worden. Romanov war der Einzige, der dort lebendig ankam. Du verstehst mich. Der Rest der Gruppe ausgelöscht? Die Sümpfe sind kein Problem. Man muss nur auf die Markierungen und Flaggen achten, damit man nicht untergeht. Jedes Kind kann das. Naja gut, die Schrimps sind jedes Mal ein Fluch, aber komm schon. Was könnte einen ganzen Trupp erledigen? Keine Ahnung. Die haben Romanov alleine in der Kirche gefunden. Saß auf dem Boden und betete. Seitdem isst er nichts mehr und reagiert nicht. Er spricht nur noch zu Gott. Ich habe vor Romanov erwartet keine Antwort. Ich traue mich hier gar nicht mehr zu bewegen, weil ich Angst habe, dass wir dann irgendwelche anderen Unterhaltungen, irgendwelche anderen Diskussionen triggern. Und ich würde mir natürlich mal wieder gerne alles so anhören, was die Leute hier quatschen, wie wir es eben auch schon in Metro 2033 gemacht haben. Wenn wir in den Basen unterwegs sind, werden wir mit den Leuten quatschen, werden wir mit den Leuten reden und uns mal ein bisschen umschauen hier in der Gegend. Das ist ja schon mal klar. Vielleicht können wir hier nachher reingehen auch nochmal. Was ist denn das hier? Ist das eine Krankenstation? Ich glaube ja. Wir haben ja ganz schön viele Ärzte, da hinten sieht man es. Das sind aber auch die Kranken, die behandelt werden und wahrscheinlich werden da auch Forschungen betrieben. Die Medikamente, naja, sehen jetzt nicht unbedingt gut aus. Das sieht schon ein bisschen verschrottet aus, zumindest die Verpackungen. Aber der Großteil von den Medikamenten ist wahrscheinlich auch irgendwie oben gefunden worden an der Oberfläche. Ob die hier neue herstellen können? Wahrscheinlich ja, aber in sehr geringem Maße, vermute ich mal. Romanovs Gruppe ist möglicherweise auch da drin oder die wurden nie gefunden. Das kann möglicherweise auch sein. Wir haben auf jeden Fall ein paar Ärzte, die sich um die Kranken und Verletzten kümmern können. Das ist schon mal gut, denn wenn wir da mal landen sollten, wissen wir, es gibt jemand, der sich um uns kümmern kann. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Der macht ja auch irgendwelche Notizen. Guckt sich vielleicht irgendwelche Blutproben gerade an. Da hinten wird auch Blut abgenommen oder irgendwelche Impfungen oder Spritzen verpasst. Aber das Krankenhaus ist gut belegt, leider Gottes. So, wir gehen mal weiter. Da haben wir das Klo. Das ist der erste halbwegs uninteressante Ort. Der wäscht sich gerade. Hallo, darf ich stören? Ich kann da gar nicht rein. Okay. Und da wird trainiert. Das machst du gut. Sieh dir diese zwei Anfänger an. Armselig. Kein Wunder, dass der Oberst befohlen hat, die Übungszeit zu verdoppeln. Naja. Oh, was macht der denn jetzt? Er zielt auf mich. Da wird trainiert. Das sind dann wohl die Neuankömmlinge, die hier erstmal zum Ranger ausgebildet werden. Wir sind ja mittlerweile schon Mitglied. Wer schlägt so zu? Aber das sind die, die sich erstmal beweisen müssen. Wir haben noch einen langen Weg vor sich. Aber auch diesen Weg mussten wir damals gehen, mein lieber Freund. Das sind aber ganz schön viele. Wo haben die denn alle aufgegabelt? Nach so langer Zeit? Ich meine, gut, die Menschheit lebt in den Metrotunneln, aber die Menschheit
ist eben auch hier unten verfeinert. Es gibt ja viele verschiedene Fraktionen, die Rote Linie beispielsweise, das Vierte Reich, die Banditen, die keiner Fraktion angehören, den Commonwealth. Es gibt ja ganz schön viele Gruppierungen und eben auch ganz schön viele verfeindete Gruppierungen da unten in den Metrotunneln. So, was hier steht, keine Ahnung. Vielleicht kann man das jemand übersetzen in den Kommentaren. Würde mich interessieren, was da steht. So, und da sind wir tatsächlich bei den Herrschaften von gerade eben. Hallo. Der schnarcht. Hab gehört, was du getan hast. Respekt, Mann. Was habe ich denn getan? Man sagt, dass in den Sümpfen irgendeine Scheiße ist. Vielleicht sogar noch schlimmer als die Schwarzen. Geh da nicht hin. Das war ein wirklich tolles Grillfest, das du da mit diesen Schwarzen veranstaltet hast. Ah, jetzt weiß ich, was ich getan habe. Was auch immer die Leute sagen, es war richtig von den Rangern, dich in den Orten aufzunehmen. Wir brauchen Männer wie dich. Und die sind anscheinend alle ziemlich glücklich, dass wir dabei sind. Ich habe eher damit gerechnet, dass möglicherweise der ein oder andere sagt, naja, warum ist der denn jetzt dabei? Einfach so. Aber die sind schon ziemlich glücklich mit uns. Und auch mit dem, was wir getan haben. Nämlich die Schwarzen. Eigentlich wollten wir sie ja besiegen, aber anscheinend haben wir das nicht ganz geschafft. Da sind immer noch welche da draußen. Und ich vermute mal, die werden, wie gesagt, uns jetzt nicht mehr ganz da so freundlich gesinnt sein. Unser Held. Ich habe auch gehört, dass Miller höchstpersönlich nach dir geschickt hat. Naja, ich gehe auch gleich du zu ihm. Du solltest zu Millers Büro gehen. Der Oberst ist nicht gerade für seine Geduld bekannt. Ah, guck mal, und der hat ja auch ein Büchlein. Metro 2035. Cool. Ich finde das immer wieder cool, dass das Buch hier tatsächlich auch im Spiel so oft eingefügt wurde. So, lassen wir das mal laufen. Das brauchen wir gar nicht umschalten. Da haben wir ein paar Steher. Und wir können hier anscheinend ziemlich viele Moralpunkte sammeln. Ich greife aber mal alles an und wir sammeln hier Moralpunkte. Finde ich cool. Immer wieder, wenn nämlich das Licht so aufblitzt, heißt das, wir haben einen Moralpunkt gesammelt. Und umso mehr Moralpunkte wir sammeln, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein spezielles Ende erreichen. Aber ich weiß jetzt da nicht genau, wie wir diese Punkte erreichen. Passiert halt einfach so. So, mal gucken, wo wir hier weiterkommen. Okay, vorbei an der Waffenkammer, so wie es aussieht. Hallo Artyom, willkommen in der Waffenkammer. Wie ich gehört habe, bist du jetzt ein Ranger. Darauf müssen wir bei Zeiten einen trinken. Aber jetzt müssen wir dich erstmal auf. Ach so. Also gut. Zunächst einmal brauchst du eine Gasmaske. An der Oberfläche kannst du keinen Schritt ohne Gasmaske machen. Es ist zwar schon 20 Jahre her, aber die Strahlung ist an manchen Stellen noch immer stark genug, um Wasser zum Kochen zu bringen. Hier in der Metro gibt es auch ein paar Hotspots. Okay, Gasmaske nehmen wir uns definitiv mit. Unser treuer Begleiter auch schon im Vorgängertitel und ich vermute mal, die Gasmaske werden wir hier auch wieder brauchen. Aber die Gasmaske allein bringt uns nichts, wir brauchen viele, viele, viele Filter. Vergiss nicht die Filter für die Maske. Klar, sieht auch ohne sie ziemlich cool aus, aber die sind definitiv besser für deine Gesundheit. So, danke mein Lieber. Jetzt die Medipacks. Tja, was soll ich sagen? Alles, was du zum Überleben brauchst. In einer tollen, ausverwendeten Packung. Und die nehme ich natürlich auch gerne mit. Hier ist dein Vorschuss für diesen Monat. Denk immer daran, dass du mit Militärpatronen bezahlt wirst. Klar kannst du die als gewöhnliche Munition verwenden, um besonders viel Schaden anzurichten. Aber du kannst sie auch verwahren, um neue Waffen, Zubehör, normale Mun oder Ausrüstung zu kaufen. Es ist wohl klüger, dein Geld bei den Händlern zu lassen, die sich überall in der Metro finden. Na gut, das kennen wir ja auch schon, das wird sich jetzt nicht so sehr geändert haben, vermute ich mal, wie beim Vorgängertitel. Wir wissen, wir zahlen mit Patronen und wir wissen, umso mehr wir kaufen, umso teurer wird der ganze Spaß. Deswegen eben genau schauen und alles mitnehmen, was wir mitnehmen können. Dann sparen wir uns nämlich das Kaufen, das natürlich sehr viel Patronen kostet, sehr viel Munition. Und wir können vielleicht das bisschen aufsparen, das Geld unter Anführungszeichen für nützliches Zubehör für unsere Waffen. 160 haben wir. Halte Tab gedrückt, um das Auswahlmenü für Waffen und Munition aufzurufen. Okay, wir haben 160 Munition zum Verschießen, Ausgeben, zum Kaufen. 343 Schussgrade als normale Munition, 30 besondere Sniper-Munition, 90 Munition für unsere Pistole, 120 Munition für unsere Schrotflinte und für die anderen Waffen haben wir bis jetzt noch überhaupt keine Munition, aber das wird sich vermutlich demnächst ändern. 5 Medipacks, 15 Minuten Gasmaske, also wir sind für den Anfang schon gut ausgerüstet. In Ordnung. Jetzt zu den guten
Caesar. Suchen wir dir ein paar Women aus. Nimm die, die du möchtest, und probiere sie auf meiner Schießbahn aus. Na, das mache ich lieben gerne mal lieber. Da drüben probieren sich schon mal ein paar andere. Was haben wir denn da bei dir? In der Regel bis zu 3 Waffen mit sich, Artyom. Und welche, das ist ganz allein deine Entscheidung. 3 Waffen können wir mitnehmen. Welche haben wir denn hier überhaupt? Warte mal ganz kurz. Auswählen. Was heißt denn hier auswählen? Also gut, Artyom. Geh zu meiner Schießbahn und probiere diese Waffen aus. Komm wieder, wenn du eine andere Waffe testen möchtest. Naja, gut, testen möchte. Wir haben ja nicht so viel Auswahl. Ich würde die gerne auswählen. Ah, jetzt geht's los. Ventil. Dieses Gewehr, das in der Metro von talentierten Waffenschmieden hergestellt wird, ist extrem genau und leistungsstark. Genau die richtige Waffe, wenn das Ziel weit entfernt ist. Also eine Sniper, so wie es aussieht. Wir haben die Kalaschnikow. Das klassische Sturmgewehr aus der Vorkriegszeit wird in der Metro, auch wenn es sehr verbreitet ist, wegen seiner Verlässlichkeit und Leistung sehr geschätzt. Wir haben das RPK. Dieses leichte, klassische Vorkriegs-MG besitzt eine große Reichweite und ist ziemlich genau, kann gleichzeitig aber auch lange Feuerstöße abgeben. Wir haben den Bastard. Diese primitive MP hat eine hohe Feuerrate, überhitzt und blockiert jedoch schnell, daher der Name der Waffe. Und wir haben die Absets. Dieses mit Schrotmunition schießende schwere MG ist auf kurze Entfernungen absolut tödlich, verbraucht die Munition aber sehr schnell und kann nicht mit einem Schalldämpfer ausgestattet werden. Gut, bei der Wumme braucht man glaube ich auch keinen. Wir haben den Taumler. Diese Trommelschrotflint ist sehr effektiv bei geringen Entfernungen. Auch bei mittleren Entfernungen ist sie noch sehr brauchbar, aber das vollständige Nachladen dauert eine Weile. Und wir haben den stinknormalen Revolver. Eine einfache und zuverlässige Waffe, die in der Metro hergestellt wird. Sie hat eine große Stoppwirkung, aber tritt wie ein Esel. 3 Waffen dürfen wir mitnehmen. Na gut, dann würde ich mal sagen, wir lassen mal die Absets hier erstmal im Inventar zurück, denn ich glaube nicht, dass wir mit so einer Waffe direkt ins Spiel starten müssen. Die ist vielleicht ganz nett für den weiteren Spielverlauf, aber für die ersten Missionen kommen wir, denke ich mal, mit ein paar grundlegenderen Waffen weiter. Ich kann mich gerade nicht so entscheiden zwischen der Kalasch und der EPK. Die sehen ja von Haus aus eigentlich ziemlich gleich aus. Kann gleichzeitig lange Feuerstöße abgeben, große Reichweite. Und das ist einfach das stinknormale Sturmgewehr. Weißt du, was wir machen werden? Wir holen uns die RPK. Ich hoffe, die benutzt normale Munition. Aber die Munition, die ich hier im Magazin sehe, ist die gleiche. Wir nehmen die. Dann nehmen wir auf jeden Fall den Taumler, eine Schrotflinte, damit wir auch was für den Nahkampf haben. Und zur Entfernung jemanden aufhalten will. Versuch nur nicht, sie als Scharfschützengewehr einzusetzen. Na, ich glaube, das wird mir wohl nicht passieren. Wir hätten natürlich auch ein Scharfschützengewehr mitnehmen können, aber wie gesagt, diese Waffen können wir vielleicht später nochmal einstecken, aber ich denke mal, für die Anfangsmissionen werden wir mit denen hier ganz gut auskommen. Ich würde ganz gerne zum Schluss nochmal die stinknormale Pistole mitnehmen. Ich weiß, ist jetzt nicht unbedingt die beste Waffe, aber mit der können wir natürlich auch was anfangen. Vor allem, wenn wir die dann ein bisschen hochrüsten können. Mit einem Visier zum Beispiel, mit mehr Munition im Magazin. Also ich denke mal, da kann man noch ein bisschen was machen mit dem Revolver. Und wie gesagt, für den Anfang ist die, glaube ich, gar nicht mal so eine schlechte Wahl. Kann man immer tragen. Robust, verlässlich und genau. So, und wie können wir das Ganze jetzt anpassen? Das wird ja schon was kosten, vermutlich, oder? Reflexvisier? Zieloptik aus der Vorkriegszeit macht das Zielen bei geringen und mittleren Entfernungen einfacher, ohne jedoch zu viel vom Sichtfeld zu opfern. Okay, das können wir uns einfach so rauf tun, ohne Angst haben zu müssen. Finde ich gut. Ja, passt schon. So, wir haben also jetzt einen Scope. Was können wir hier tun? Auch das Reflexvisier. Und einen Schalldämpfer, theoretisch. Oder nee, das ist ein verlängerter Lauf, den wir hier... Schalldämpfer für Schrotflinte brauchen wir, glaube ich, nicht. Macht die Schrotflinte bei mittleren und großen Entfernungen effektiver, da die Streuung des Schrots verringert wird. Klingt gut. Und ich würde mal sagen, wenn wir schon mal die Möglichkeit haben... hier was gratis draufzuschrauben, eine Zieloptik, hier einen verlängerten Lauf, dann nutzen wir diese Möglichkeit natürlich auch, wäre ja doof, wenn wir das jetzt nicht machen würden. Was können wir hier tun? Auch hier ein Reflexvisier. Und erhöhte Genauigkeit bei mittleren und großen Entfernungen, macht die Waffe aber sperriger und schwerer oder unterdrückt das Mündungsfeuer, dämpft den Knall und verringert die Streuung. Außerdem wird die Projektilgeschwindigkeit verringert, was geringeren Schaden zu folgen hat. Weißt du was? Wir werden uns die Pistole... als leise Waffe reservieren.
Ich glaube, das hatten wir im vorherigen Teil nie, weil ich gesagt habe, wir werden sowieso nie alleine unterwegs sein. Hin und wieder sind wir es. Und wenn uns ein Monster angreift, wissen die anderen sowieso Bescheid. Aber wir machen das jetzt einfach mal Spaß haben, mal gucken, wie weit das was bringt. Und nehmen uns hier einen Schalldämpfer mit. Auf unsere kleine Pistole. Na, gucken wir mal. So, und jetzt würde ich das Ganze gerne mal testen. Hey, Arjo, zeig mir mal, was du drauf hast. Probier mal die anderen Sachen aus, die du aufgesucht hast. Zum schnellen Wechseln zwischen verschiedenen Waffen kannst du 1, 2, 3 drücken. Oder eben bei der Maus. Probier mitten auf die Brust der normalen Attrakt zu schießen. Na, ich sollte mal nachladen, glaube ich. Das ist ein kritischer Treffer. Hast du den Unterschied bemerkt? Geht viel schneller. Die Grundlage. Du kannst noch weiter üben, wenn du möchtest. Oder du willst Einsatzbesprechung gehen. Na gut, ich würde sagen, wir üben noch mal ein bisschen, wobei wir uns ja eigentlich schon auskennen. Denn wir wissen ja mittlerweile auch vom letzten Teil, wie man hier kämpft. Ach, müssen wir jedes Mal drücken? Na gut, ich glaube, dann können wir das uns eigentlich sparen, weil da immer nur ein Gegner kommt, dann passt das im Großen und Ganzen. Erstmal Munition mitnehmen, vielleicht nochmal ganz kurz nachladen und dann... Okay, nicht mehr viel Munition mitnehmen. Na gut, einmal haben wir uns ausgerüstet, aber 314 Schuss, ich denke mal, mit ihm sollten wir eh ganz gut klarkommen. Sehen wir das jetzt hier eigentlich? Welche Munition wir dafür brauchen? Steht jetzt nicht unbedingt da, aber ich vermute mal... das sollten die hier sein. 314, das sind die hier. Definitiv. So, und da kämpfen die anderen. Oder üben gerade ein bisschen Schießen. Cool. Boah, finde ich geil, was die da aus der Basis hier gemacht haben. Ich glaube, wir sind mittlerweile in D6. Ich weiß es gar nicht. Also in dieser unterirdischen Militärbasis, die wir entdeckt haben im letzten Teil. Na, gucken wir mal. Wir dürfen niemandem in der Metro erzählen, dass die 6 gefunden wurde. Der Oberst sagt, dass jemand schon alles ausgeplaudert hat. In den Stationen wimmelt es von Gerüchten. Eine Lüge verrückter als die andere. Klar, es sind 10 Millionen geheime Maschinen. Und manche behaupten, dass es hier Funkgerät gibt, stark genug, um die Bunker in Sibirien zu kontaktieren, wo der Präsident und die Regierung sich verschanzt haben. Das ist doch wahr. Und die haben hier anscheinend ziemlich viel. Man sieht hier hinten Waffen ohne Ende, Munition, Schleifmaschinen, um die Messer zu schleifen, Essen für 10 Millionen. Und 10 Millionen haben hier definitiv nicht mehr überlebt. Das sind vielleicht ein paar Tausend, aber das war's dann auch im Großen und Ganzen. Das war definitiv ein Glücksfund, dieses D6. Hundertprozentig. Wir werden hier mit Sicherheit verstrahlt. Niemals, die Basis ist sauber. Zumindest der Bereich, in dem wir sind. Das haben wir überprüft. Gestern haben der Kommandant und ich die Tür kontrolliert. Viele sind noch verstiegelt. Manche sogar zugeschweißt. Und ein paar von ihnen sehen so aus, als wären sie innen verschlossen. Ja und? Hinter einigen dieser Türen ist radioaktive Scheiße heiß genug, ein Ei zu braten. Kann mich nicht erinnern, wann ich zuletzt ein Ei gegessen habe. Also, es gibt ja einen Reaktor, richtig? Auf der anderen Seite der Einrichtung. Ich weiß nicht, ob es hier sicher ist. Vielleicht wurde dieser Ort nicht als Schutzraum entworfen. Sondern? Keine Ahnung. Aber ich würde nicht an irgendwelchen versiegelten Türen rütteln. So, da bringt der Nachschub von da hinten. Sehr gut, sehr gut. Vielleicht bekommen wir ja auch noch was ab. Was meinst du? Die Rotten machen mobil. Die haben alte Männer rekrutiert. Schuljungen. Und sie in Ausbildungslager geschickt. Ich sag dir, der Krieg steht bevor. Wen wollen die denn bekämpfen? Die üblichen Verdächtigen vermutlich. Die Faschisten. Das erinnert mich daran, dass unsere Wachen oben 3 Reichsstalker-Aufklärungstrupps gesichtet haben. Seltsam. Es waren noch nie so viele Faschisten draußen.
Drei Trupps, sagst du? Wo? Zwei der Trupps waren hier in der Nähe. Seitdem hat sie gesehen. Die Schüssel haben die Schächte überprüft. Gekennt, als wenn sie nach einem Eingang suchen würde. Scheiße. Meinst du, dass wir den Sechs gefunden haben? Schwer zu sagen. Vielleicht. Das ist nicht gut. Wenn die versuchen reinzukommen, sind die erledigt. Miller hat die Wachen verdreifacht. Stimmt, er weiß von den Faschisten. Aber wenn wir die Speere eliminieren, schicken die nur noch mehr. Und wenn die reinkommen, meinst du, der Orden könnte das Reich abwehren? Ganz ruhig, der Orden ist neutral. Wir sind die Wächter der gesamten Metro. Wir beschützen unsere Mitmenschen vor Monstern und Mutanten. Unser Staat würde es wagen, gegen uns zu ziehen. Lass mich die Geschichte zu Ende bringen. Wir haben noch eine dritte Gruppe Faschisten, erinnerst du dich? Die wurde an der Messe gesichtet, an der Oberfläche. Wir hatten dort Wachen, Skalpell und Bratter. Die meldeten sich und sagten, die Faschisten würden sie angreifen. Und dann brach die Verbindung ab. Moment mal, Bratter wird vermisst? Nicht vermisst, er wurde tot aufgefunden, zusammen mit Skalpell. Ein Dutzend Kugeln in beiden. Mit Kopfschüssen erledigt. Scheiße, er hatte letzte Woche erst Geburtstag. Wir haben einen getrunken. Was für ein kranker Mist. Na toll, das heißt also, der Krieg da unten geht weiter. Zwischen den verschiedenen Fraktionen, der Krieg zwischen der roten Linie und dem Vierten Reich, den kennen wir ja schon vom letzten Titel. Da waren wir ja sogar bei den Kampfhandlungen direkt an der Front mit dabei. In einer Mission kann ich mich daran erinnern. Und der hat bis jetzt noch nicht aufgehört. Der Sparta-Orden, so quasi die neutrale Fraktion unter den Ganzen, hilft jedem gegen die Mutanten, gegen die Schwarzen, gegen die Kreaturen von außerhalb. Aber wenn sich jemand in den Kopf setzt, er muss ein bestimmtes Gebiet einnehmen, wie zum Beispiel dieses D6 hier, dann kann es auch mit den Neutralen bald ganz anders aussehen, wenn die angegriffen werden. Wenn sich möglicherweise dann andere verbünden, um den Neutralen anzugreifen. Also ich bin gespannt. Ich habe das genauso schon im letzten Teil gesagt. Ich verstehe nicht, warum man sich hier im Untergrund jetzt auch noch bekämpfen muss. Nur eine Handvoll an Leuten hat überlebt. Und anstatt, dass wir gemeinsam nach einem Ausweg suchen, führen wir den Krieg hier unten einfach weiter. Naja, bin gespannt, wo das hinführen wird. Die haben auf jeden Fall hier ziemlich viel zum Essen. Lecker Schmecker sieht's hier aus. Guck mal. Das ist jetzt nicht unbedingt so genüsslich, so wie das hier aussieht. Aber da hinten das Fleisch mit dem Brot, das hat schon was auf jeden Fall. Viele Tische unbesetzt. Auch hier gibt's lecker Gemüsesuppe oder Eintopf, so wie es aussieht. Da hinten hängt ein Schweinekopf. Da ist überhaupt schon viel geschlachtet worden. Aber die Metrostationen, die versorgen sich auch selber. Haben wir ja gesehen, auch im letzten Titel. Da werden Viecher gezüchtet, da werden Viecher geschlachtet. Also von dem her, den Tee, den Pilztee, die können sich schon selbst versorgen. Es gibt natürlich jetzt nicht hier eine reichliche Auswahl, wie wenn man hier in den Supermarkt geht bei uns. Aber die können sich schon versorgen. Da ist auf jeden Fall schon, wie soll man sagen, dafür ist auf jeden Fall schon gesorgt für die Versorgung. Dafür haben sie vorgesorgt, sagen wir mal so. Also die sind jetzt nicht am Verhungern und vor allem hier unten auf D6 ist ja anscheinend ziemlich viel an Nahrung gefunden worden. In Konservendosen würde ich jetzt mal vermuten. Leckerschmecker, würde ich auch gerne mal so reingreifen hier. Mit der Kelle erstmal einen Teller essen, bevor wir da weitermachen. Da hinten das alte Geschirr und Fleisch ohne Ende. Da hinten wird schon das nächste Tier geschlachtet. Und ich vermute mal, das hier sind die kleinen Alkbecher für den Pilztee, der ja Alkohol beinhaltet, so wie es aussieht. So, das sind die drei Herrschaften, mit denen wir gerade geredet haben oder die etwas erzählt haben. Wir konnten ja nicht mitreden. Die Fraktionen, wie sie wieder untereinander kämpfen, auch da, das Essen steht am Tisch. Dort hinten haben wir schon umgeschaut. Hier ins Lager kommen wir nicht rein, aber da sieht man mal wieder die Pilze natürlich, aus denen dieser Tee gemacht wird. Und liebe Freunde, ich glaube, da hinten müssen wir hin. Ich glaube, da hinten geht die Versammlung los. Und genau diese Versammlung werden wir uns anschauen in der nächsten Folge hier bei Let's Play Metro Last Light Redux. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen von dieser ersten Folge. Und wir sehen uns jetzt natürlich täglich wieder bei einer neuen Runde von Metro Last Light. Und dann gucken wir mal, wo es uns diesmal hin verschlagen wird. Welche Metrostationen wir diesmal sehen werden. Und wenn wir mal da nach oben gucken, sehen wir sind bei D6. Wir sind also quasi tatsächlich in dieser unterirdischen Militärstation, in diesem Militärbunker. Wir haben das also tatsächlich zu einer Basis ausgebaut. Interessant. Liebe Freunde, wir sehen uns morgen wieder und gucken mal, wie es dann weitergehen wird. Bis dahin, danke dir fürs Zusehen und tschüss.